gefragt, Herr Leierker, ist Geld wichtig? Meine Antwort immer ganz klar, nein. Wichtig ist, was mache ich mit dem Geld? Für mich das plakativste Beispiel, weil wir es uns sehr gut vorstellen können, auch persönlich sehr gut vorstellen können, sind immer die Hilfsprojekte Licht für die Welt, das einem Menschen Augenlicht wieder zu schenken 30 Euro kostet. Wie leicht geben wir oder ich persönlich 30 Euro für etwas aus, das ist zum Beispiel dreimal Kino gehen. Dreimal Kino gehen, 6 Stunden lang, einen Film zu sehen oder Bilder, die mich jetzt unterhalten, kostet gleich viel, wie jemandem zu ermöglichen, dass er sein ganzes Leben lang wieder ins Kino gehen könnte. Grundsätzlich, was ich heute vorbereitet habe, ist einmal der wichtige strategische Plan, wie gehe ich überhaupt mit meinem Geld optimal um? Wie gehen Menschen mit ihrem Geld um, die sehr viel Geld für sich im Laufe des Lebens oder der Jahre auch erarbeitet haben? Unabhängig davon, wo ich jetzt finanziell stehe, ob jetzt einer von euch oder von Ihnen sagt, ich bekomme im Monat, keine Ahnung, 700 Euro oder ich verdiene schon 1000 oder mehr. Völlig egal, einmal den grundsätzlichen strategischen Plan, wie teile ich mir mein Geld optimal ein, ob das jetzt 1000 oder 5000 oder 700 sind, ist völlig egal. Also Tipp 1, Haushaltsbuch. Tipp 2, wo man kann auch Kosten vergleichen. Tipp 3, mindestens 10%. Und wenn man sagt, es geht nicht mit den 10%, oder ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich aufgrund des Haushaltsbuches, ganz streng auch sich fragen, wo könnte ich Dinge, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, der tägliche Kaffee am Automaten oder die Zigaretten, das ist unangenehm, auf Dinge zu verzichten. Nur die Frage ist, wo wollen Sie mittelfristig hin? Tipp Nummer 4, dieses Geld, und das war die Frage auch, oder vorher die Frage auf dem Weg zum Millionär, dieses gesparte Geld werden Sie niemals in Ihrem Leben ausgeben. Ich habe bis jetzt in meiner 10-jährigen Tätigkeit als Geldlehrer und Finanzcoach noch niemanden kennengelernt, der nicht die 10% hätte sparen können. Diese 10% am Beginn des Monats. Nicht sagen, wenn mir was überbleibt am Schluss des Monats, dann. Wenn das Geld reinkommt, am gleichen Tag sofort die 10%. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht merken. Möglichst rasch sich die Unabhängigkeit zu schaffen. Vom Job, vom Chef einmal einige Monate unabhängig zu sein. Auch für die Vision, weil es ist toll, wenn ich sage, als Schutz, ich bin quasi mit 3 bis 6 Monatsgehältern quasi geschützt gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall. Aber was ist die positive Vision? Das muss ja jetzt nicht dieses Haus sein oder die Yacht oder was auch immer. Aber wann kann ich für mich sagen, dass ich finanziell frei bin, meinen Chef gar nicht mehr bräuchte, meine Firma gar nicht mehr bräuchte, das AMS gar nicht mehr bräuchte, mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Wo man hier quasi den Millionär definiert. Und ich habe gesagt zu Beginn, es ist nicht wichtig, 1 Million am Konto zu haben. Es geht um die persönliche Planung, wie viel benötige ich für mich, um zu sagen, ich bin unabhängig finanziell. Dann sage ich schon Millionär zu Ihnen, ob das 1 Million ist, ob Sie 5 Millionen brauchen oder nur 1,5, sei dahingestellt. Ja.